Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Capitan of Industry. Weiter geht's. Und weiter geht der Versuch, hier Elektronikbauteile herzustellen. Oder Mikrochips, so rum. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das Ganze wird ein bisschen schwieriger, als ich erst annehmen wollte. Aber auch das dürften wir irgendwie hinbekommen. Das erste Problem, was ich habe, ist, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo wo wir Silizium hergestellt hatten. Oder wir haben das wieder abgerissen. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß nämlich, dass wir... Nämlich hier ist nämlich das... Hier ist das der Ding nämlich... Ah ne, das ist das ja gar nicht. Ach, warte mal, das ist das ja gar nicht. Wait a minute. So, warte mal, das bauen wir mal ganz kurz. Oder lassen wir mal ganz kurz bauen. So. Okay, wo kriegen wir Silizium her? Silizium. Achso, hatten wir schon angeklickt. Aus. Okay. Moment. Ha. Wo stellen wir das Zeug her? So viele Fragen. Und ich bin schon wieder am Überlegen, was wir hiermit machen. Ne? Ich würde die am liebsten schon wieder komplett umbauen. Ne? Ich würde die am liebsten schon wieder komplett umbauen. Ich kriege nämlich gerade schon wieder die Krise, dass ich so wenig Platz hier habe. Und das ist nicht gut. Der Monk, der schlägt schon sich schon wieder langsam durch im Kopf und sagt, so Junge, wir haben hier ein Problem. Wir sollten das 7. Mal umbauen. Oder das 12. Mal. Kommt ja immer drauf an, wie man zählen möchte. Tja. Gut, wie gehen wir jetzt vor? Das ist jetzt die große, große Frage, die ich mir selbst noch nicht beantworten kann. Wir werden schon ein Ziel oder eine Idee gleich haben. Wir werden gleich schon eine Idee haben, hundertprozentig. Die fällt mir jetzt gerade aber noch relativ schwer tatsächlich. Okay, also, da wollten wir nicht hin. Wir wollen dahin. Wir brauchen ein Siliziumwerk. Da guckt, genau das ist das, was ich meinte. Hä? Geschmolzenes? Wir machen das schon. Hundertprozentig. Die Frage ist nur, wo? Hä? Also ich weiß, dass ich diesen Turm schon mal gebaut habe. Also, dienen da. Silizium. Also diesen Turm habe ich zu 1.000.000% schon mal irgendwo gebaut. Das Ding, da bin ich mir nicht sicher. Das sage ich ganz ehrlich. Da bin ich mir nicht sicher. Wir können es hier einfach mal anders versuchen. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn ich das Ding jetzt hier einfach mal hinbaue. So. Einfach mal stumpf daneben. Wir machen das auch im Schnellzauber. Und gucken einfach mal, was passiert. Ja, was passiert. Punkt.
Es kann jetzt eigentlich alles passieren zwischen, es kommt hier irgendwas an oder es passiert gar nichts. Dip, 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 dip. Ah, guck mal, da kommt doch schon was. Haha. Haha. Da küt doch schon was. Und da küt noch was. Okay. Okay, aber was machen wir jetzt damit? Das ist die große Frage. Also, ich möchte die eigentlich, wie gesagt, nicht komplett miteinander verbinden. Der hat halt inzwischen hier alles drin, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Er hat ja inzwischen ja tatsächlich alles drin. Die Frage ist halt nur, wie kriege ich das gesplittet? Das ist die große Frage. Wie kriege ich das gesplittet? Da habe ich halt noch gar keine Idee. Okay, das sieht schon geil aus, ne? Muss man jetzt auch mal gerade sagen. Also sieht ja schon cool aus. Okay, jetzt haben wir Stromprobleme. Wie viel brauchen die denn? Die bräuchten 4 zu 2. 4 zu 2. Ich habe gerade eine ganz abstrakte Idee. Ich habe gerade eine ganz abstrakte Idee. Ich habe gerade eine ganz abstrakte Idee. Ich glaube nicht, dass sie funktioniert. Sage ich sofort. Aber ich würde sie gerne trotzdem einmal testen wollen. Moment aus. Ne, Import an. Au aus. So. Das ist klar. So, warte mal. Der ist erzwungen, der ist erzwungen. Ich habe eine abstrakte Idee. Abstrakte Ideen können oft funktionieren, ne? Abstrakte Ideen können manchmal funktionieren. Ich muss jetzt nur mal kurz überlegen, wie ich jetzt mir jetzt umsetze. Also, ich sage, er erzwingt eine strikte Einhaltung einer gleichmäßigen Ausgabe. Aber ist das eine gleichmäßige Ausgabe? Nein. Hat den internen Speicher drin? Okay, das funktioniert auch nicht, was ich gerade geplant hatte. Also von daher hat sich das auch schon wieder erledigt. Weil ich hatte jetzt eigentlich was anderes geplant. So, was passiert hiermit? Verbindet der da direkt ran? Nein, ne? Tut er nicht. Oder? Ich glaube, der verbindet. Ne, der verbindet halt nicht direkt da dran. Das ist halt auch blöd. Okay, warte. Dann habe ich noch eine Idee. Dann habe ich noch eine Idee. Wie viel passen denn da rein? Okay, die Idee könnte vielleicht tatsächlich doch funktionieren. So. So. Du hast immer Priorität. So. Das machen wir, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich bin ehrlich. Aber es könnte halt funktionieren, durchaus. Wir müssten ihn nur ganz nach unten schieben, dass er wirklich so die letzte Produktion von diesem Laden ist. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Vielleicht aus- und anmachen, maybe? Okay. Okay. Wir bräuchten hier Kupfer gerade. Okay, wir bräuchten Kupfer. Haben wir Kupfer kein. Kann man gerade kein Kupfer im System, oder was? Doch. Aber es hat keiner Bock, Kupfer da hochzufahren, oder was? Es hat scheinbar keiner Bock, da Kupfer hochzufahren. Das ist blöd. Okay, wir warten mal. Also, meine Überlegung ist jetzt diese. Wir schieben das immer als Priorität rein. Das hier schieben wir immer als Priorität rein. Und wenn die Priorität leer ist, dann darf er das reinschieben, weil er ja dann wieder Priorität bekommt. Ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Das wäre jetzt gerade tatsächlich so meine Überlegung. Er weiß noch nicht, ob die Überlegung gut ist. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier jetzt unter Kontrolle bekommen. Wir haben nämlich gar keine medizinischen Einrichtungen mehr. Okay. Da müssen wir gleich mal auf jeden Fall gucken. Medizin. Medizin. Medizinische Produkte. Wir bräuchten Ausrüstung und. Okay, alles klar. Ausrüstung und da waren wir doch eben dran am Spielen, oder nicht? War mir nicht so, dass wir da drin eben gespielt haben? Export. Warum ist der Export denn von denen aus? Ach, weil hier nichts drin ist. Ach so. Ja, gut, das ist jetzt belastend. Wie habe ich denn das jetzt hier gemacht? Import, Export. Export, Import, Export. Hä? Moment. Das ist der. Der hier darf nicht importiert werden, das ist es. Genau. Weil das, ja, okay. So, jetzt dürfte er eigentlich auch laufen. Genau. So, hier machen wir mal ganz kurz ein kleines Band hin. Und danach machen wir Medizin. Moment. Hier machen wir jetzt wieder. Was war das jetzt hier? 4B, ne? Genau, 4B. Okay. 4B. So. Mikrochips. Mikrochips. Die habe ich gesucht. Nee. Scheiße, die habe ich nicht gesucht. Genau, wir kriegen den Mikrochip. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, ja. Hier brauchen wir eine Montagemaschine. Montage. Eine Montagemaschine. Da wollte ich eigentlich hin. So. Jetzt habe ich mich wieder selbst abgeholt. Da machen wir das rein. Und lassen
das einfach mal so laufen. Das, das. Okay, so. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz nach den medizinischen Produkten hier. Wie sieht denn hier der Stand aus? Also wir haben hier Kunststoff. Das ist aber nicht das, was wir jetzt gesucht hatten. Wir haben hier Möbel. Hatten wir hier nicht die Produktion hinverfrachtet? Da, genau. Was fehlt hier denn? Okay. Da brauchen wir Ethanol und Kunststoff. Ethanol. Ethanol, Zucker, Sauerstoff zu Ethanol. Zucker, Sauerstoff. Zucker sind wir hier auf dem richtigen Dampfer. Hier. Weil hier produzieren wir auf jeden Fall Zucker. Und hier produzieren wir Ethanol. Aber das war es dann auch schon. Okay, warte mal, da müssen wir mal ganz kurz hier was umändern. Hier müssen wir auf jeden Fall was umändern. Wir bräuchten Sauerstoff zu Ethanol. Ethanol mit Kunststoff hierzu. Kunststoff. Ja, müssen wir dann so abwickeln. Müssen wir leider so abwickeln. Ich habe noch keine Ahnung, ob das immer wieder funktioniert. So. Das reißen wir mal ganz kurz ab. Werden hier einen Ausgleichsteiler hinmachen. Machen ihn da dran. Das sieht nicht so danach aus, als ob das funktionieren würde. Aber wir werden gleich sehen. Wir machen dann hier, Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz reingucken. Da. Chemiefabrik. Chemiefabrik 2. Das ist der Output. Das bauen wir dann da rein. Dann sagen wir ihm ganz klar das da. Wo kommt denn das rein? Wo kommen die Fläschchen denn rein? Da nicht? Hä? Bin ich blind? Oder... Okay, es ist auf jeden Fall ein Band. Alles klar, also muss es ja hier rein. Dann muss es hier rein. So, ich glaube, du bist gefangen. Deswegen ziehen wir dich da einmal raus. So. So, jetzt brauchen wir noch Kunststoff hier hin. Kunststoff ist auch ein Lager. Deswegen bauen wir hier nochmal... Opala. Hallo? Okay, bauen wir das Lager hier hin. Ist mir eigentlich auch egal. Kunststoff vollhalten. Das dahin. So, jetzt haben wir Ethanol. Haha. Okay. Ich habe mir schon fast gedacht, dass es nicht dran geht. Die Sau. Die Sau. So. So, und er ist die Priorität. Er muss leider die Priorität jetzt sein. Okay, und somit stellen wir gleich hoffentlich wieder Medizin her. Wichtig. So, okay. Kunststoff ist da. Vollhalten. Müssen wir das Band runterschicken lassen? Wir sollten das eigentlich auch mal irgendwo anders hinbauen, glaube ich auch. Eigentlich auch wieder so eine Produktion, die wir eigentlich hintereinander fahren müssten, ne? Die zwei Sachen herstellen, die medizinischen Produkte, und dann haben wir ja die medizinischen Produkte 2
da. Und dafür bräuchten wir Antibiotika. Aber sie werden wieder hintereinander. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten jetzt auch noch medizinische 2, wäre das ja für unsere Gesundheit mega, mega gut. Ne? Also, weil, ne, wir könnten dann ein bisschen mehr Verschmutzung herbeirufen, was ja vielleicht ganz gut wäre. Okay. So, wie funktioniert unsere Produktion hier? Außer, dass wir keinen Strom haben, scheint es jetzt zu laufen, oder? Also, außer, dass wir... Also, es scheint zu laufen. Auch wenn er die ganze Zeit die 1B hier nur herstellt. Aber die 1B müsste ja irgendwann mal dann Schluss sein. Haben wir dann... Ja, genau. Hier unten sind nämlich dann schon 1C drinnen, die wir dann herstellen könnten. Genau, jetzt kommt nämlich keine 1A nach gerade. Und somit müsste eigentlich gleich 1C kommen. 1B, Entschuldigung. 1C kommt ja dann danach. Es dauert halt alles ein bisschen länger. Aber hey, shit happens. Aber es funktioniert. So, er hat schon wieder... Die Kohle ist aus. Die Kohle ist aus. Dann kannst du das auf jeden Fall noch machen. Tja. Die Kohle ist aus. Hier sind wir ja oben am Buddeln. Da sind wir unten am Buddeln. Wir sind halt überall so ein bisschen am Buddeln gerade. Deswegen werden wir dir jetzt, glaube ich, diesen Bauabschnitt eben geben. Den Bauabschnitt kriegst du weggenommen. Und dann könnten wir hier... Oh, das wird aber schon ganz schön knapp, ne? Aber, ne, müsste eigentlich funktionieren. So, dann kriegst du jetzt auf jeden Fall schon mal das da neu. Das da. Dann könnten wir nämlich da gleich den Step auch nach da noch machen. So. Moment. Wir lassen hier buddeln. Nicht, dass da irgendwie Unklarheiten sind. Wir müssen auch, glaube ich, dieses Feld langsam erneuern. Oh ja. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So. Klack. Machen wir hier auch schon mal neue. Wir buddeln einfach die ganze Map um. Finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Okay, wir sind soweit wieder durch für die Folge. Wir produzieren jetzt langsam nach und nach die nächsten Stufen. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.